Jesu Voraussagen und Instruktionen, Teil 7. Nur Jesus rettet dich. Themen: die neue Weltordnung, Weltreligion, Wohlstandschristen, Gefangenschaft vermeiden, Wiederherstellung kommt, Vollendung, der siebte Tag, Sieg der Geistlehre Christi und das Friedensreich Christi. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Neue Weltordnung und Weltreligion Islam vom 7. Dezember 2015. Jesus begann: Du wirst nicht viel sehen bis zu dem Moment, wo es geschieht. Ich werde dir kleine Ausschnitte senden, um das Vertrauen zu stärken und um dich zu ermutigen, dass deine Gedanken auf der richtigen Schiene sind und du wirklich von mir hörst. Aber bitte, Claire, bleibe den Nachrichten fern. Herr, du killst mich, ich will die Nachrichten sehen. Was kann ich zu einer solch eigensinnigen und eigenwilligen Braut sagen? Es wird trübe, wenn du meinem Urteil über Dinge nach all diesen Jahren immer noch nicht traust. Aber meine Neugier bringt mich um. Ich werde dir senden, was du wissen musst, aber du bleib weg von den Nachrichten. Es scheint, dass all diese Terrorzellen als Flüchtlinge in die Länder kommen. Nicht alle, aber viele, genug, um den entscheidenden Unterschied zu bewirken, wenn Islam zur Weltreligion erklärt wird. Wie kann das geschehen? Menschen sehen, wie schrecklich es ist. Die Regierung wird das Thema forcieren. Euer Vertrauen in und euer Glaube an mich wird schriftlich geleugnet werden müssen, um den Weltfrieden aufrechtzuhalten. Aber auch Fraktionen von Islam töten einander. Das wird auch zu einem künstlichen Ende kommen, während dieser Zeit des im Drehbuch geschriebenen und geplanten Friedens. Dies wird angepriesen werden als die Lösung für alle menschlichen Missstände. Eine Religion, die den Islam nicht beleidigt und verletzt. Alle werden dieses Dokument unterzeichnen oder enthauptet werden. So einfach ist das. Da wird es einen Putsch geben in eurer Regierung. Plötzlich werden islamische Kandidaten an die Macht kommen, genau wie euer Präsident Obama es tat, durch die List und Intrige, aus dem Nichts auftauchend und den Weltfrieden predigen. Wohlstand und Fortschritt werden angepriesen werden, genauso wie es in den Tagen Hitlers war. Und jene, die modern sein wollen und akzeptiert, werden sich ganz rasch anpassen. Aber Islam erlaubt Homosexualität nicht. Er wird, diese neue Art von Islam wird, der Mahdi wird ein Homosexueller sein. Nein, das kann unmöglich sein. Aber natürlich, wenn es Obama wäre, das wäre der perfekte Kandidat. Ich hatte ein Erlebnis mit dem Herrn, wo er mich in eine Moschee mitnahm im Mittleren Osten. Da gab es Kobras, die hinter dem zentralen Anbetungsbereich herauskamen, und als er mich dorthin zurückbrachte, sah ich einen Thron, bedeckt mit einer Markise am Ende des sehr langen, engen Raumes, wo Männer auf dem Boden saßen mit verschränkten Beinen und miteinander sprachen. Zur Linken des Thrones auf dem Boden sitzend war Osama bin Laden. Sie warteten alle auf den Mahdi. Dann sah ich jemanden, den ich eines Tages als Obama erkennen würde, der an einer Gala erschien, die zu seiner Ehre gehalten wurde, und er wurde vorgestellt als unser Erretter. Unser Erlöser ist hier. Und dann stellte er Obama vor. Der Herr fuhr weiter: O ja, es kann, ihre Absicht ist die völlige Verderbung von allem, und alles, was der Welt vorgelegt werden wird, wird nur zu Ausschweifung und Verführung führen, sogar zur Belästigung von Kindern. O ja, Claire, es kommt, glaube mir, es ist schon in den Grundlagen dieser Regierung eingefädelt. Es wird bald legalisiert und eine Tatsache sein. Siehst du jetzt, dass die ganze Welt ein verdorbener Abwasserkanal ist vor mir? Verstehst du? Da ist keine Zeit mehr übrig.
alle, die nicht mit den Paragraphen dieser neuen Weltregierung einverstanden sind, alle werden genötigt, verfolgt und hingerichtet werden. Es ist so einfach. Schwöre deine Loyalität oder stirb. Auszug aus der Botschaft von Jesus an Claire. Einladung von Jesus, höher hinaufzukommen, vom 4. Oktober 2016. Jesus sagt, jene, die mir ihre Hingabe und Zusage nicht machen wollen, werden in tiefe Probleme hineinlaufen, während die Welt auseinanderfällt. Was nicht weggegeben wurde, was nicht geopfert wurde, wird ganz einfach von ihnen genommen werden. Aber merkt euch, da gibt es ein Ding, das sie nicht von euch nehmen können. Mich. Mich können sie euch nicht wegnehmen, außer ihr werdet verbittert über die Verluste. Das ist im Übrigen ihr Plan. Lasst Christen bitter werden. Sie werden euch fragen, wo ist das gute Leben, das reichliche Leben, das er euch versprochen hat? Und der Feind wird die Antwort liefern, mit der Weltreligion. Dort werdet ihr Überfluss haben von allem, was ihr braucht. Oh ja, den Wohlstandschristen wird eine Falle gestellt und sie wurden darauf vorbereitet, was zwangsläufig geschehen wird. Wo ist jenes Land, wo Milch und Honig fließt? Dieses Land ist voller Dornen und Gestrüpp. Und der Feind wird euch in seine Richtung weisen, mit allem drum und dran. Der echte Jesus wird nicht mehr in Mode sein. Er wird out sein. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Setzt kein Vertrauen in euer Fleisch, vom 9. Mai 2015. Jesus begann, setzt kein Vertrauen in euch selbst. Denkt nicht für einen Moment, dass ihr euch selbst versorgen oder auf euch aufpassen könnt ohne meine Unterstützung oder noch passender, meine komplette Kontrolle. Wenn ihr Vertrauen habt in euch selbst, in eure Fähigkeit, euch selbst zu verteidigen oder euch selbst zu versorgen, werdet ihr scheitern. Da gibt es jene, die mit leeren Taschen in die Trübsalzeit gehen und ohne Ort, wo sie hingehen können, ohne Nahrung, überhaupt ohne Vorbereitung. Und doch werden sie völlig versorgt werden, auf jedem Schritt des Weges. Wenn eine Seele all ihr Vertrauen in mich setzt, bin ich frei, alles bereitzustellen, was sie braucht. Beschäftigt euch also lieber mit mir und meinem Willen für euch, als mit dem Versorgen und Überleben, und all diese Dinge werden euch gegeben sein. Eure Unsicherheit und Panik geben nur den Teufeln die Erlaubnis, euch zu sieben, euch auszulaugen und lassen euch voreilig und direkt in die wartenden Arme des Feindes laufen. Wenn euer Fokus aber darauf liegt, Seelen zu mir zu bringen, bin ich frei, alles bereitzustellen, was ihr braucht. Meine Treue ist euer rückwärtiger Wachmann und eure Deckung. Es ist fehlendes Wissen von mir, das andere veranlasst, hineinzutauchen und sich selbst dafür einzusetzen, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich schon einen Ausweg vorbereitet habe, komplett mit Nahrung, Medizin und einem Schutz, der sie unsichtbar machen wird für den Feind. Der Fokus muss auf der Wohltätigkeit und Tugend liegen und darauf, in meine Fähigkeit zu vertrauen und daran zu glauben, das ich bereitstellen kann. Ohne diese Grundhaltung wird es ihnen nicht gelingen. Mein Schutz kann euch unsichtbar machen. Mein Schutz kann die wilden Biester abwenden. Mein Schutz kann euch retten von dem Boden, der unter euch nachgibt. Mein Schutz kann euch mit Wasser und Nahrung versorgen, wenn es nichts davon gibt. Ich kann alle Dinge tun und ich werde dies tun für jene, deren Absicht es ist, Seelen fürs Königreich zu sammeln. Jene, die geben und selbstlos führen, jene, die ehrlich sind und sich um andere sorgen, diese sind jene, die ich übernatürlich beschützen und versorgen werde. Viele werde ich euch zuführen, die Erlösung brauchen, deren Ewigkeit in der Schwebe hängt, und wenn ihr deren Ewigkeit zu eurer Priorität macht, werde ich euch zudecken. Seelen werden geplagt sein von der Verwirrung und Angst, und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. So heftig werden die Versuchungen auf der Erde sein. Sie werden so komplett desorientiert sein, dass nichts sie beruhigen kann, außer eine übernatürliche Gnade,
eine heilende Gnade, welche die Hände auf sie legt und dafür betet, dass mein Friede über sie komme. Und zu jenen, die berufen sind zu heilen, ich lebe in euch. Legt eure Hände auf die Verletzten oder Leidenden und stellt euch vor, dass meine Hand sich hinausbewegt, aus eurem Herzen, durch eure Hand auf die Seele. Ich werde den Rest erledigen. Alles, was ihr müsst, ist glauben, dass ich bin und ich in euch lebe. Dies ist alles, was erforderlich ist für eine komplette Heilung, selbst von den dramatischsten Krankheiten. Da wird es einen großen Bedarf an übernatürlicher Weisheit geben. So viele verschiedene Gegner werden sich gegen euch erheben. Ich werde euch vor ihnen warnen, wenn ihr das Gebet zu eurer absoluten Priorität macht. Mehr als das Leben selbst braucht ihr wertvolle Gebetszeit mit mir. Niemand in eurer Gruppe kann ohne Gebet gehen. Diejenigen, die nicht beten, werden die schwachen Glieder sein in eurer Kette. Sie werden euch betrügen und schlechte Entscheidungen treffen unter Druck. Besser ist, dass alle im Gebet bleiben und erlaubt jenen, die nicht beten, irgendwo anders hinzugehen, nachdem ihr alles versucht habt, sie zu mir zu bringen. Wenn sie immer noch nicht anerkennen oder wählen, nach meinem Standard zu leben, lasst sie gehen. Sie werden nur Probleme bringen über die anderen Mitglieder in eurer Gruppe. Gegen das Ende, wenn die Dinge am chaotischsten sein werden, werdet ihr euch mit eurem ganzen Herzen an mir festhalten müssen und euch nicht auf euer eigenes Verständnis oder eure Geräte verlassen. Ich werde euch inspirieren, damit ihr die richtigen Schritte macht. Auch in euren Träumen werde ich zu euch kommen und euch instruieren. Versteht, dass je näher ihr dem Ende der Ereignisse kommt, desto chaotischer wird es werden und umso kürzer die Zeit bis zu eurer Rettung. Betet um Stärke, Mut, Weisheit, Mitgefühl und Frieden. Ihr werdet durch euer Vertrauen errettet werden. Das Fleisch nützt nichts. Alles hängt allein von eurem Glauben und Vertrauen in mich ab. Ihr werdet Zeuge werden von Menschen, die völlig zusammenbrechen und unfähig sind, noch länger durchzuhalten. Sie werden sich innerlich selbst aufgeben, wo sie sich sicher fühlen. Alles, was ihr für diese tun könnt, ist beten und Mitgefühl zeigen. Meine Gnade wird euch tragen. Sie wird unter euch sein, wie die Kranken und Behinderten. Tut alles in eurer Macht, euch um sie zu kümmern. Werdet nicht ungeduldig mit ihnen oder werft sie weg. Sie werden eure rettende Gnade sein. Weil ihr euch um sie gekümmert habt, werde ich mich um euch kümmern. Wie auch immer, wenn ihr jemanden zurücklassen müsst, gebt ihnen eine Portion Nahrung und Wasser. Betet für sie, dass ich ihre Pflege übernehme und empfehlt sie in meine barmherzigen Hände. Lauft nicht herum in Schuld. Ihr habt alles getan, was ihr konntet, und jetzt bin ich dran. Ihr werdet bis zum Äußersten versucht sein, und wenn ihr jene Limiten erreicht, wendet euch mir zu und sagt, Herr, übernimm du für mich. Ich bin an meinem Ende und ich werde euch die Kraft geben, weiterzugehen. Denkt daran, dass meine Kraft perfekt gemacht ist in eurer Schwäche. Dies ist meine Gelegenheit, euch zu zeigen, wie viel ihr mir wirklich bedeutet und wer ich wirklich bin in euch. Auszug aus der Botschaft von Jesus an Claire. Wie ihr eine Gefangenschaft vermeiden könnt. Vom 10. April 2016. Jesus begann: Lass uns über Krieg, Hungersnot und Seuchen in diesem Land sprechen. Die Pferde der Apokalypse, absichtlich arrangierte Hungersnot kommt, absichtlich arrangierte Krankheit kommt. Viel Tod und Zerstörung bahnt sich an über dieser Nation. Ich habe den Beginn noch nicht zugelassen, aber alle fühlen, dass es kommt. Nicht viele verstehen, dass es die Sünden dieser Nation sind, welche den Niedergang herbeiführen. Was dieses Land militärisch gesät hat, soll es ernten. Unsicherheit, Hungersnot, Furcht, Gräueltaten, all diese Dinge warten hinter den Kulissen, um diese Nation zu befallen. Ich habe die Menschen über Jahre hinweg gewarnt, über Jahre. Und weil meine Barmherzigkeit es verzögert hat,
bin ich nicht ernst genommen worden von der allgemeinen Bevölkerung, da sie so eingenommen sind von ihrer Gier und dem Anhäufen von Gütern, sogar jene, die sich selbst meine eigenen nennen. Wenn sich jedoch das Gefüge dieser Nation auflöst, werden die einzigen, die entkommen werden, jene sein, die mir ohne Zögern folgen. Und doch wird es da Märtyrertum geben für einige. Das wird eine Krone sein, nicht eine Strafe. Nachdem die Verwüstung eingetroffen ist, wird es für eine Weile enorm viele Konvertierungen geben, bis die Regierung umorganisiert wird und das Regime des Antichristen beginnen kann. Viele wurden schon für seinen Dienst berufen in unterirdischen Städten, das heißt, jene, die es überleben. Viele wurden auch ausgebildet und vorbereitet für die Einberufung und es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie in Aktion treten. Eine militärische Niederlage ist der Schlüssel, um Amerika unter eine Weltherrschaft zu bringen. Obwohl die Kommunisten und andere Regimes genutzt werden, um diese Nation in die Knie zu zwingen, werden sie sich am Ende auch der Weltherrschaft fügen. Kurz gesagt, alle arbeiten zusammen. Die Nationen sind vernetzt unter der strikten Kontrolle des Antichristen. Sobald die Dinge wieder organisierter sein werden und junge Erwachsene ihr Leben enthusiastisch der Weltregierung zur Verfügung stellen, werden die Dinge immer strikter und schwieriger werden, um unbemerkt durchschlittern zu können. Dies ist der Zeitpunkt, wenn das Zeichen eingeführt werden wird. Die Juden werden die führende Macht sein in Sachen weltweiter Evangelisierung. Sie werden engagiert sein, die Herrschaft des Messias auf die Erde zu bringen. Weder Familie noch ihr Leben wird sie stoppen in ihrem Eifer. Vielmehr werden sie in Flammen stehen und erfüllt sein von einer speziellen Salbung, um meinen Willen auszuführen. Die günstigste Zeit, um der Kontrolle der Regierung zu entkommen, wird direkt nach den Katastrophen sein, weil von vielen angenommen wird, dass sie tot sind. Dies ist möglich, bevor das Organisieren beginnt. Dies wird jedoch schnell geschehen, sobald Nahrung, Wasser und medizinische Hilfe angeboten werden durch ihre Agenturen, werden sie Namen und Nummern aufnotieren für künftige Bezüge. So können sie rasch katalogisieren, wer noch lebt, indem sie die notwendigsten Dinge zur Verfügung stellen. Von jenen, die nicht vorbeikommen, wird angenommen, dass sie tot sind. Sie verlassen sich auf die Schwächen der Menschen und dass sie kommen, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jene, die es nicht brauchen, werden der Gefangennahme einfacher entkommen. Tatsächlich werden an vielen Orten, wo Nahrung ausgegeben wird, die Menschen gefangen genommen und in Unterkünfte gebracht werden. Zuerst wird es wie ein Akt der Nächstenliebe seitens der Regierung aussehen, obwohl es nur dazu dient, sie aus dem Weg zu räumen. Geht unter keinen Umständen dorthin, um Hilfe zu beanspruchen. Als der Herr sprach, sah ich etwas wie ein Rotkreuz-Vehikel, welches die Menschen zu einer Notaufnahme oder einem Spital bringt, welches sich hinter einem Stacheldrahtzaun befindet. Die Menschen dachten, dass sie eine medizinische Behandlung bekommen, aber eigentlich werden sie eingekerkert, bis ihr Schicksal entschieden ist. O Herr, dies ist eine sehr dunkle Angelegenheit. Ich weiß, aber ich warne euch, jene, die hier zuhören, ich erzähle euch, was geplant ist für jene, die sich selbst unter den Zurückgelassenen befinden. Der einzige Weg zu entkommen an diesem Punkt ist, sich komplett auf mich zu verlassen, für Heilung und Nahrung. Eine gute Faustregel ist, esst, was die Tiere essen, beobachtet, wo die Vögel und Bienen hingehen, um Wasser zu finden. Viele werden ziemlich Gewicht verlieren während der Nahrungssuche-Diät. Aber da wird es Zeiten geben, wenn ich auf wundersame Weise interveniere und Nahrung bereitstelle, wenn es keine Hoffnung auf Nahrung gibt. Denkt immer daran, nur zwei Dinge sind nötig für eine Heilung. Ein kranker Patient und ein gläubiger Christ. Wenn jener Christ mich anruft für eine Heilung, ob es laut gesprochen oder im Stillen aus dem Herzen kommt, werde ich durch ihn hinausreichen und jene heilen, die krank sind. Nichts weiteres ist vonnöten. Heilung wurde zu einer Art Wunderkult, wo Menschen, welche die Gabe der Heilung haben, angebetet werden, anstatt das, was es eigentlich ist, die natürliche Auswirkung von mir, der ich in euch lebe, und in jedem anderen Gläubigen,
der die Türe seines Herzens geöffnet hat für mich. Ein Wort zu den Weisen. Kinder werden Eltern betrügen, Eltern werden Kinder betrügen. Ihr könnt euch nicht auf Blutbande verlassen, die menschliche Natur wird euch enttäuschen. Da wird es so viel Angst und Verrat geben, dass keinem vertraut werden kann, außer ich persönlich übermittle euch die Information, dass sie echt sind. Wie es in einem Land getan wurde, wo Männer mit Maschinengewehren in eine Kirche stürmten und erklärten, alle von euch, die Christen sind, stellt euch an jene Wand. Der Rest von euch ist frei zu gehen. Mehr als die Hälfte der Gemeinde ging. Dann legten die Männer ihre Gewehre nieder und sagten, gut, dann lasst uns jetzt Gottesdienst halten. Ja, es wird ziemlich genau so sein, außer dass es in der Wildnis geschehen wird, nicht in Kirchen, welche von der Regierung beschlagnahmt und für ihre eigenen Zwecke genutzt werden. Als der Herr sprach, sah ich Stacheldrahtzäune, welche eine Megakirche mit Parkplatz einschlossen, aber der Stacheldraht war auf der Innenseite und es war offensichtlich, dass jene im Innern gefangen waren. Er fuhr weiter, meine Leute, selbst wenn sie euch vor den Henker bringen, weil ihr an mich glaubt, habt keine Angst, innerhalb Sekunden werde ich euch umarmen für alle Ewigkeit. Barmherzigkeit wird euch umgeben und euch betäuben in jenen letzten Momenten. Ein übernatürlicher Friede wird euch einhüllen, während ihr zur Hinrichtung geführt werdet. Ich weiß, dass es hart ist, dies jetzt zu akzeptieren, und einige von euch zittern vor Angst, aber ich sage euch die Wahrheit. Es wird viel härter sein für jene, die ein verborgenes Leben leben müssen, als für jene, die im frühen Stadium zu mir kommen, um ihres Glaubens willen. In jedem Fall werde ich zu eurer Rechten sein und auf euch warten, bis ihr euch mir anschließt für alle Ewigkeit, wo ich für euch ewige Freude geplant habe und ihr werdet für immer mit mir vereint sein. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Wiederherstellung kommt. Haltet eure Augen auf der Küste. Vom 18. Februar 2016. Jesus begann. Ja, was geschehen muss, ist schrecklich, ein schreckliches Ding. Aber das ist das läuternde Feuer, mit welchem ich meine Leute zubereiten muss. Jeder muss durch dieses Feuer gehen, genauso wie die Erde es durchläuft. Doch werde ich sie niemals verlassen, niemals. Ich gehe neben jedem Einzelnen, sogar neben jenen, die meinen Namen nicht anrufen. Ich gehe mit ihnen in der Hoffnung, dass sie endlich ihre Sünden gestehen und völlig reumütig zu mir kommen, bereit, ein neues Leben zu beginnen. Auch wenn es anfängt mit dem physischen Tod des Körpers, ja, auch dann. Nichts wird vergleichbar sein mit dem Leiden jener, die das Zeichen des Tieres wählen. Nichts in diesem Leben kann mit der Qual jener verglichen werden, die das Zeichen annehmen und die Höllenqualen, welche dann folgen. Sprich zu meinen Leuten, Tochter, warne sie wieder und immer wieder. Das dümmste Ding, was sie tun können, ist das Zeichen des Tieres anzunehmen. Alles, was ich in meinem Wort geschrieben habe, durch die Propheten und Apostel, war tatsächlich geschehen. Wenn sie einmal in der Realität erwachen, ist es ein kleiner Schritt zu realisieren, was die nächsten 7 Jahre ablaufen wird. Das eingeschlossen, was jenen passiert, die das Zeichen des Tieres annehmen. Bitte, meine Kinder, seid nicht stur wie ein Esel. Claire, alles Unreine muss zerstört werden, bevor ich komme, um zu regieren. Ich werde reinen Tisch machen, sozusagen, und die Erde in die Reinheit von Eden zurückverwandeln. Dies muss geschehen, das Alte muss zerstört sein, bevor das Neue hervorgebracht werden kann. Und selbst 1000 Jahre nach der Trübsalszeit werden Menschen genau gleich darüber sprechen, wie sie über Noah reden. Ja, die Erde wurde gereinigt, aber nicht völlig wiederhergestellt zu Noahs Zeit. Genau wie man das Unkraut verbrennt auf einem Feld, bevor man pflanzt, so muss sich die Unkräuter dieser Zivilisation verbrennen, um Platz zu schaffen für ein neues Leben. Der Mensch hat seine Lektion nicht gelernt. Diese zweite Reinigung wird viel erreichen,
betreffend der Ehrfurcht gegenüber Gott. Am Anfang meiner Herrschaft wird höchste Freude regieren, aber Ungerechtigkeit wird seinen Weg wiederfinden auf der Erde und zum zweiten Armageddon führen. Das wird dem Bestreben des Bösen ein endgültiges Ende setzen, welches im genetischen Aufbau des Menschen schlummert. Bis dann ist es eine lange Reise mit vielen Aufs und Abs. Und doch werden viele herrliche Geschichten erzählt werden. Haltet durch, meine heiligen Leute, werdet nicht müde, da ist ein Ende in Sicht. Dann, wenn der Himmel auf der Erde wohnen und die ganze Menschheit mich anbeten wird und Frieden regiert, als ob er aus dem Boden sprießen würde. Trauert nicht, haltet eure Augen auf der Küste. Bis dann, denkt daran, ich bin im hinteren Teil des Flosses und rudere es vorwärts in die ewige Herrlichkeit. Botschaft des Herrn an Timothy. Die Vollendung vom 30. März 2006. Die Trompete Gottes. Das sagt der Herr. Brecht meine Gebote, nur eines, und ihr verstößt gegen das Gesetz. Ignoriert meine Gebote und ihr verstößt gegen das Gesetz. Verändert meine Gebote und ihr lästert gegen den Geist. Ihr werdet sicherlich sterben. Das sagt der Herr der Heerscharen, der Gott eurer Väter, der Gott von Israel. Mein Zorn ist angefacht und kann nicht gelöscht werden, bis jeder hohe Turm niedergerissen und zu Staub gemahlen ist und keine einzige Stadt mehr steht. In meinem großen Unmut werde ich meine Hand gegen die Erde erheben und jeden Vogel und jedes Tier und jedes kriechende Ding zerschmettern. Jeder Fisch im Wasser und auch jede Kreatur im Meer wird sterben, wenn ich die Wasser schlage. Ich werde nicht mitleidig werden noch umkehren, bis jeder Grashalm verbrannt und jeder Baum geschlagen ist und weder Blätter noch Früchte hervorbringt. Schaut, mein Zorn kann nicht weggedreht werden. Das Urteil wird regieren. Es wird sicher ausgeführt werden. Die Erde wird im Stich gelassen für eine Zeit und absolut trostlos gemacht sein, mit allen Königreichen der Menschen in Ruinen verwandelt, sagt der Herr. Das sagt der Heilige, der Allmächtige, versammelt euch, ihr Kinder des Verderbens, all jene, welche die Nummer seines Namens tragen. Kommt und versammelt euch gegen meinen heiligen Berg. Ja, schaut auf, all ihr wandelnden Toten, und seht die Herrlichkeit Gottes, ausgearbeitet in seinem Mächtigen und Starken, dem Heiligen von Israel. Bereitet euch vor, eurem Ende zu begegnen. Ihr werdet ausgelöscht sein, verzehrt in seiner Herrlichkeit, entzweit mit dem Schwert seines Mundes. Ihr seid verflucht vor meinem Angesicht, und es wird niemand kommen, um euch zu erlösen. Lasst eure Körper verzehrt sein, eure Augen von ihren Höhlen, euer Fleisch von euren Knochen. So sieht das Erbe der Gottlosen aus. Das Fleisch, die Seele und der Geist verzehrt in der Gegenwart des Gerechten, der es ausführen wird. Dann werden alle wissen, dass der Vater und der Sohn eins sind. Seht, der neue Tag, der siebte Tag, sogar 1000 Jahre. Die Königreiche dieser Welt wurden zum Königreich Gottes und seines Messias, und er wird für immer regieren. Amen. Des Herrn Botschaft an Timothy vom 18. April 2005. Die Trompete Gottes. Das sagt der Herr, wie es geschrieben ist: Ein Tag in dem Herrn ist wie 1000 Jahre, und siehe, der siebte Tag ist fast über euch. Der Herr Gott erschuf die Himmel und die Erde und alles darin in 6 Tagen und ruhte am siebten. Und siehe, der Tag der Ruhe ist vor der Tür, denn der sechste Tag geht zu Ende. Doch nicht wie die Sonne untergeht am Horizont, aber wie eine Frau, leidend und hervorbringend. Denn sie liegt in großen Wehen, ihre Kontraktionen sind nahe beieinander und werden in Kürze konstant sein. Und sie wird keine Ruhe haben, bis die Geburt vollbracht ist. Der Ehemann der Braut wird sie umarmen und sie innig festhalten. Er wird sie heilen und all ihre Tränen wegwischen, und sie wird getröstet sein, während er das Baby in seiner rechten Hand hält. Den Schmerz der Geburt komplett vergessen, welchen sie niemals mehr erleiden wird.
denn die alte Ordnung der Dinge ist vergangen. Schaut, der neue Tag, ein Tag der Ruhe von allen Schmerzen, ein Tag abgesondert von jeder Art von Bösem. Heilig, der Sabbat, ein Tag in dem Herrn, 1000 Jahre dauernd. Frieden. Amen und Amen. Auszug aus Kapitel 56 des Dritten Testaments. Sieg und Anerkennung der Geistlehre Christi. Wenn der Mensch in die tiefste Tiefe des Abgrunds versunken ist und erschöpft vom Kämpfen und Leiden nicht einmal mehr die Kraft hat, sich selbst zu retten, wird er verwundert erleben, wie der Tiefe seiner eigenen Schwäche, seiner Verzweiflung und Enttäuschung eine unbekannte Kraft entspringt, die aus dem Geiste stammt. Wenn dieser sich bewusst wird, dass die Stunde seiner Befreiung gekommen ist, wird er die Flügel ausbreiten und sich über die Trümmer einer Welt der Eitelkeiten, der Selbstsucht und der Lüge erheben und sagen: Dort ist Jesus, der Verschmähte. Er lebt. Vergeblich haben wir ihn auf Schritt und Tritt und tagtäglich zu töten gesucht. Er lebt und kommt, um uns zu retten und uns seine ganze Liebe zu schenken. Wahrlich, ich sage euch, wenn einstmals selbst Könige sich über die Armseligkeit, in der ich geboren wurde, wunderten, so wird man in dieser Zeit gleichfalls überrascht sein, wenn alle die unscheinbare Art und Weise erfahren, die ich wählte, um euch mein Wort zu bringen. Derzeit befindet sich die Menschheit in der Vorbereitungsphase. Es ist meine Gerechtigkeit, die in ihr am Werke ist, ohne dass die Menschen es bereits bemerken. Denn in ihrem Stolz, in ihrem hochmütigen Materialismus schreiben sie alle Ereignisse ihres Lebens, die für sie unabwendbar sind, dem Zufall zu. Aber bald wird mein Ruf zu den Herzen gelangen, und dann werden sie sich mir reuevoll nahen und mich bitten, dass ihnen ihr Hochmut und ihre Fehler vergeben werden. Dies wird die Kreuzestunde für den Geist des Menschen sein, in der er für kurze Zeit eine absolute Leere erlebt, nach seinen großen Enttäuschungen, wenn er das Falsche seiner Selbstherrlichkeit, die Hinfälligkeit seiner Macht, das Irrtümliche seiner Ideologien feststellt. Doch dieser Zustand der Verwirrtheit wird nicht lange andauern, weil dann meine Sendboten auftreten und meine neue Botschaft verbreiten werden. Noch einmal, wie in vergangenen Zeiten, in denen die Botschafter meiner Lehre vom Osten hinauszogen und die Kenntnis meines Wortes in den Westen brachten, so wird die Welt zu dieser Zeit wiederum meine Boten sehen, wie sie den Völkern und den Heimen das Licht dieser Botschaft bringen. Wird es den Menschen befremdlich erscheinen, dass nun das Licht vom Westen nach dem Osten geht? Werden sie deswegen die Botschaft nicht anerkennen, die ihnen meine Boten in meinem Namen bringen? Es gibt ganze Rassen, die mich nicht anerkennen. Es gibt Völker, die sich hartnäckig von meinen Gesetzen entfernen, die meine Lehre nicht kennenlernen wollen, die sich ihr widersetzen, weil sie sie für unzeitgemäß halten. Es sind die, die mich nicht verstanden haben, die auf den irdischen Freiheiten bestehen. Es sind auch solche, die oftmals das Gute aus eigenem Vorteil heraus tun und nicht aus Hochherzigkeit. Doch jedem Volk und jeder Rasse sind meine Gerechtigkeit und Prüfungen zugedacht, und diese treffen Tag für Tag ein, um deren Herzen und Geister schließlich fruchtbar zu machen, als ob es bestellbare Felder wären, und um nach ihrer Bearbeitung den Samen in sie zu legen, das ewige Saatkorn meiner Liebe, meiner Gerechtigkeit und meines Lichtes. Jene Völker werden von mir mit Liebe sprechen, jene Rassen werden dann ihre Hoffnung auf mich setzen, und in den Geistern aller Völker dieser Menschheit werden Jubellieder erklingen, Chöre des Lobpreises und der Liebe zum einzigen Herrn aller Menschen. Auszug aus Kapitel 58 des Dritten Testaments, das Friedensreich Christi und Vollendung der Schöpfung. Ebenso wie ich euch jene Zeiten großen Leidens ankündigte, so sage ich euch auch, dass wenn die Verwirrung vorüber ist, die Harmonie unter den Menschen kommen wird. Die Hochmütigen, die sich Großdünkenden,
die, welche ohne Nächstenliebe und Gerechtigkeit sind, werden eine Zeit lang im Jenseits zurückgehalten werden, damit das Gute, der Friede und die Gerechtigkeit auf der Erde Fortschritte machen und inmitten derselben die Vergeistigung und die gute Wissenschaft wachsen. Im Leben der Menschen hat das Böse immer das Gute unterdrückt. Aber ich sage euch noch einmal, dass das Böse nicht obsiegen wird, sondern dass mein Gesetz der Liebe und Gerechtigkeit die Menschheit regieren wird. Die Geistwesen, die in der Menschheit jener Tage inkarnieren, werden in ihrer Mehrheit derart den Guten verpflichtet sein, dass wenn Menschen auftauchen, die dem Bösen zugeneigt sind, diese sich so mächtig sie auch seien, dem Lichte der Wahrheit beugen müssen, dass jene ihnen vor Augen führen, ganz im Gegensatz zu dem, was derzeit geschieht. Denn da die Verdorbenen in der Überzahl sind, haben sie aus dem Bösen eine Macht geschaffen, die die Guten erstickt, ansteckt und umfangen hält. In jener Zeit, o Jünger, wird das neue Jerusalem im Herzen der Menschen sein. Ihr werdet hohe Grade von Vergeistigung erreichen, und ich werde nicht nur Geistwesen mit großer Entwicklung zur Inkarnation unter euch senden, damit sie euch meine Botschaften bringen. Ich werde euch auch die Geistwesen senden, die eure Tugend benötigen und die, wenn sie unter euch leben, sich von ihren Sünden reinigen. In jenen Zeiten wird das Gegenteil von heute geschehen, wo ich euch reine Geistwesen sende und ihr sie mir befleckt zurückgebt. Der neue Mensch. Die Menschen werden aus dem Schmutz, dem Schlamm und der Sünde zum Gesetz und zur Tugend emporsteigen und auf den Wegen der Liebe und der Gnade wandeln. Überall wird mein Geist empfunden werden, jedes Auge wird mich schauen, jedes Ohr wird mich hören und jeder Verstand wird meine Offenbarungen und Eingebungen begreifen. Menschen, die man für ungeschickt und ungebildet hielt, werden sich plötzlich erleuchtet und in meine Propheten verwandelt sehen. Von ihren Lippen werden Worte kommen, die wie kristallklares Wasser auf welken Herzen sein werden. Dies Wasser werden die Propheten dem Quell der Weisheit und Wahrheit entnehmen, welcher ich bin. In ihm werden die Menschen Gesundheit, Reinheit und ewiges Leben finden. Mein Reich ist den Kindern guten Willens vorbehalten, die aus Liebe zu ihrem Vater und ihren Nächsten ihr Kreuz umarmen. Dies Reich, von dem ich zu euch spreche, befindet sich nicht an einem bestimmten Ort. Es kann sowohl auf der Erde, die ihr bewohnt, als auch auf allen geistigen Heimstätten existieren, denn mein Reich besteht aus Frieden, Licht, Gnade, Kraft, Harmonie und all dies könnt ihr erlangen, wenn auch in begrenzter Form, schon in diesem Leben. Die geistige Fülle werdet ihr nur jenseits dieser Welt erlangen, die ihr derzeit bewohnt. Wahrlich, ich sage euch, obwohl die Menschen heute mehr Materie als Geist sind, werden sie morgen mehr Geist als Materie sein. Die Menschen haben ihren Geist völlig zu vermaterialisieren versucht, doch jene totale Vermaterialisierung werden sie nicht erreichen, denn der Geist ist wie ein Brillant, und ein Brillant hört nie auf, ein solcher zu sein, auch wenn er in den Schmutz gefallen ist. Die Menschen werden ihre Wissenschaft, ihre Kraft, ihre Begabung und ihr Herz dem Dienste meiner göttlichen Sache widmen, ohne ihre Pflichten, ihre Aufgaben auf der Welt zu vernachlässigen. Sie werden sich den gesunden Freuden zuwenden, die für ihren Geist und ihren Körper heilsam sind. Sie werden um ihre Erneuerung und ihre Freiheit ringen, werden sich nicht anstecken lassen, werden nichts nehmen, was sie nicht benötigen. Dann wird die Verdorbenheit, die Schamlosigkeit von der Erde verschwinden. Dann wird der Geist die absolute Herrschaft über ihre Körperhülle erreicht haben. Und obwohl er noch einen Körper bewohnt, wird er ein geistiges Leben der Liebe, Brüderlichkeit und des Friedens führen. Dies wird die Zeit sein, in der die Kriege verschwinden, wo es gegenseitige Achtung und Hilfsbereitschaft gibt, wo ihr erkennt, dass ihr nicht mehr über das Leben eines Nächsten noch das eigene verfügen dürft. Ihr werdet dann wissen, dass ihr nicht Eigentümer eures Lebens, noch dem eurer Kinder und Gatten, noch dieser Erde seid, sondern dass ich der Eigentümer der ganzen Schöpfung bin.
Aber da ihr meine vielgeliebten Kinder seid, seid ihr gleichfalls Besitzer all dessen, was mein ist. Doch obwohl ich Herr und Besitzer alles Geschaffenen bin, bin ich nicht imstande, meine Geschöpfe zu töten, jemanden zu verletzen oder ihm Schmerz zu bereiten. Warum haben dann die, die nicht Eigentümer des Lebens sind, das an sich gerissen, was ihnen nicht gehört, um darüber zu verfügen? Wenn diese Unterweisung von den Menschen verstanden sein wird, werden sie in ihrer geistigen Entwicklung einen Schritt aufwärts gemacht haben, und diese Welt wird eine Heimstatt fortgeschrittener Geistwesen sein. Ihr wisst nicht, ob ihr diesen Planeten nach dieser Zeit erneut bewohnen werdet. Ich werde jene bestimmen, die jene Gnadenzeiten erleben werden, die dieses irdische Gefilde schauen werden, das in einer anderen Epoche ein Tal der Tränen, der Zerstörung und des Todes war. Jene Meere, Berge und Felder, die Zeugen von so viel Schmerz waren, werden dann in eine Stätte des Friedens, in ein Abbild der Jenseitswelten verwandelt sein. Ich habe euch angekündigt, dass wenn die Kämpfe aufhören, mein Reich euch bereits nahe sein wird und dass dann euer Geist in Tugenden erblühen wird. Meine Lehre wird in allen Geistwesen gegenwärtig sein und ich werde mich durch Männer und Frauen kundgeben. Ich habe ein Zeitalter vorbereitet, in dem die Menschheit sich in Gehorsam erheben wird. Eure Enkelkinder werden die Herrlichkeit schauen, die ich auf diese Erde gießen werde. Denn mein Wille muss auf dieser Welt, die ich euch als ein irdisches Paradies übergab, in Erfüllung gehen. Und die Zeit wird kommen, in der jene Geistwesen auf diesen Planeten kommen werden, die eine hohe Entwicklungsstufe erreicht, die gekämpft haben. Mein göttliches Licht wird die Erde überstrahlen und die Erfüllung meines Gesetzes wird auf ihr herrschen. Die Erde als Land der Verheißung und Abglanz des Himmelreiches. Diese Erde entweiht durch die Sünde, befleckt durch Verbrechen und geschändet durch Habgier und Hass, wird ihre Reinheit zurückgewinnen müssen. Das menschliche Leben, das ein unaufhörlicher Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen gewesen ist, wird das Heim der Kinder Gottes werden, ein Heim des Friedens, der Brüderlichkeit, des Verständnisses und edler Bestrebungen. Doch um dies Ideal zu erreichen, müssen die Menschen durch die Prüfungen gehen, die sie aus ihrer geistigen Lethargie wachrütteln. Auf Sünden, Hass, Lastern werde ich keine neue Welt errichten. Ich werde auf festen Fundamenten der Erneuerung, Erfahrung und Reue aufbauen. Ich werde alles in euch umwandeln. Selbst aus der Finsternis wird das Licht hervorbrechen und aus dem Tode werde ich Leben erschaffen. Auch wenn die Menschen die Erde befleckt und entweiht haben, morgen werden sie mit ihren guten Werken diese Heimstatt würdig machen, welche als Land der Verheißung erkannt werden wird, zu dem sie kommen werden, um edle Aufgaben zu vollbringen. Wer könnte dann noch an der Umwandlung der Welt zweifeln? Ich errichte derzeit den Tempel des Heiligen Geistes, doch wenn dieser erbaut sein wird, wird es keine Versammlungshäuser, Kirchen und Wallfahrtsorte mehr geben, oder sie werden ihre Daseinsberechtigung verloren haben, zusammen mit ihren religiösen Symbolen, ihren Riten und Traditionen. Dann werdet ihr meine Größe und meine Gegenwart fühlen, werdet als Kirche das Universum und als Gottesdienst die Liebe zu euren Nächsten erkennen. Dem Schoße der Mutter Natur werden neue Erkenntnisse entspringen, die aus eurer Wissenschaft einen Weg des Wohlergehens machen werden. Denn sie wird vom Gewissen, welches die Stimme Gottes ist, auf den rechten Weg gebracht werden. Das Gehirn wird nicht mehr der Herr der Welt sein, sondern der Mitarbeiter des Geistes, welcher es führen und erleuchten wird. Wenn dann die Welt ihre erneute Befreiung erreicht und vom Lichte Elias geleitet in dies gerechte und gute Leben eingeht, werdet ihr hier auf Erden einen Abglanz des geistigen Lebens haben, das euch jenseits dieses Lebens erwartet, um euch dann ewig des Friedens und des Lichtes eures Vaters zu erfreuen. Doch wenn ihr euch fragt, wie sich alle Nationen in einem einzigen Volke vereinen werden, so wie jene Stämme, die das Volk Israel bildeten, sage ich euch, seid unbesorgt, denn wenn die Völker einst
alle in die Wüste gebracht sind, werden die Heimsuchungen sie zusammenschmieden. Und wenn dies geschieht, wird auf alle bedürftigen Herzen ein neues Manna vom Himmel fallen. So wie das gelobte Land an das Volk Israel verteilt wurde, so wird die ganze Erde an die Menschheit verteilt werden. Dies wird geschehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, nach der Reinigung. Da es mein Wille ist, dass diese Verteilung stattfindet, wird bei ihr Gerechtigkeit und Gleichheit walten, damit alle Menschen gemeinsam an einem einzigen Werke arbeiten können. Stellt euch den Fortschritt einer Menschheit vor, deren Moral der Vergeistigung entspringt. Stellt euch eine Menschheit ohne Begrenzungen und Ländergrenzen vor, die alle Mittel zum Leben, die die Erde ihren Kindern beschert, brüderlich teilt. Versucht euch vorzustellen, wie die menschliche Wissenschaft beschaffen wäre, wenn sie als Ideal die Liebe untereinander hätte, wenn der Mensch die Kenntnisse, die er sucht, durch das Gebet empfinge. Bedenkt, wie wohlgefällig es für mich sein wird, den Gottesdienst der Liebe, des Glaubens, des Gehorsams und der Demut von den Menschen durch ihr Leben zu empfangen, ohne dass sie ihre Zuflucht zu Riten und äußerlichen Kultformen nehmen müssen. Dies erst wird Leben für die Menschen sein, denn in ihm werden sie Frieden einatmen, werden sie Freiheit genießen und sich nur von dem nähren, was Wahrheit enthält. Die Sünden der Menschen werden ausgelöscht sein und alles wird wie neu erscheinen. Ein Licht voller Reinheit und Jungfräulichkeit wird alle Geschöpfe erleuchten. Eine neue Harmonie wird jene Menschheit grüßen und dann wird sich vom Geiste der Menschen eine Liebeshymne zu ihrem Herrn emporheben, auf welche er so lange Zeit gewartet hat. Amen, Amen, Amen. Dies ist das Ende der siebenteiligen Serie Jesu Voraussagen und Instruktionen über die Ereignisse, die Entrückung und die Trübsalszeit. Geliebter Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für all diese Informationen und Instruktionen an uns, deine Kinder. Mögen sie noch vielen Seelen als Rettungsleine dienen und sie in deine liebenden Arme führen. Lieben Dank auch an unseren Bruder Timothy und seine Frau, Trompete Gottes, und an Schwester Claire und Carol, Liebesbriefe von Jesus, für das Überbringen der vom Herrn empfangenen Botschaften. Ebenfalls herzlichen Dank an alle Brüder und Schwestern, die beim Aufarbeiten und Übersetzen des Dritten Testaments mitgewirkt haben. Den Link zum E-Book dieser Serie findet ihr unter dem Video auf YouTube und auf der Webseite www.jesus-comes.com, genauso wie alle anderen relevanten Links. Bitte teilt diese Voraussagen und Instruktionen von Jesus mit allen Menschen. Die Zeit ist kurz. Der Herr segne euch alle. In seiner Liebe, Jackie.